Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Control. Jetzt machen wir den Kühlschrank aber rund. The fridge is doing something! Philip? If I look away, it hurts me. Der Kühlschrank, ey. Sounds like the board, but I can't understand it. The fuck? Oh ja, so geht das auch. Das tut ihm besonders weh, seine eigenen Bubbles in die Presse zu bekommen. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ernsthaft. Wow. Oh Gott. Okay, also immer wenn er da haut, ist da ein richtiges Loch im Boden. Das war mir auch nicht bewusst. Also nicht wirklich. Ich hab zwar immer gesehen, dass da irgendwie so Licht von unten hoch scheint oder so, ne? Aber wow. Oh Gott. Okay. Jetzt kriegen wir das aber hoffentlich hin. Jetzt kriegen wir das hin. Ich bin schon fast am Überlegen, den letzten Try einfach rauszucutten, aber ich lasse es einfach drin. Hello? Jesse? The fridge is doing something! Philip? Scheiß Kühlschrank. If I look away, it hurts me. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Kühlschrank mal wieder ein Problem in einem Game sein könnte, seit, keine Ahnung, Banjo-Kazooie? Sounds like the board, but I don't understand it. The fuck? Wir müssen das nicht machen, ne? Das ist eine Nebenquest, aber ich kann den armen Philipp da nicht die ganze Zeit vom Kühlschrank sitzen lassen. Schon wieder ein Loch im Boden. Wie soll ich mich denn darauf fokussieren? Wow. Das tut echt weh. Hello? Jesse? The fridge is doing something! Ah, ist ja gut, der Fridge is doing something. If I look away, it hurts me. Like the board, but I can't understand it. The fuck? Wow. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Hello?
Ach so, jetzt auch noch beides zusammen oder was? Scheiße. Mal lieber wieder deine Bubbles, Kollege. Alter. There's no Black Pyramid here. Eine Black Pyramid. The fridge seems fixed. Did fighting that thing off change something? Mitarbeitervorfall. Prüfung. Fraglicher Vorfall trat am ein und wurde von internen Sicherheitsmitarbeitern, die eingriffen, an die Personalabteilung weitergegeben. Berichten zufolge, die von Videomaterial der Sicherheitskameras gestützt werden, betrat Agent Filson die Personalküche mit der Absicht, seine private Mahlzeit zu verzehren. Ein selbstgemachtes, diagonal geschnittenes Sandwich in einem Kunststoffbehälter. Aber er entdeckte, dass der Kühlschrank seine Mahlzeit, Agent Filson begann, das behördeneigene Haushaltsgerät zu treten, während er seiner Frustration auf laute und profane Weise Ausdruck verlieh. Dieses Verhalten erschreckte mehrere Mitarbeiter. Kurz danach wurde der Sicherheitsdienst alarmiert. 14 bekam den Befehl, kam den Befehlen des Sicherheitsdienstes nach. Empfehlung: Agent 14 wurde ermahnt und für den Rest der laufenden Woche suspendiert. Die Prüfungskommission empfiehlt ein unverbindliches Beratungsgespräch. Okay. Und was war das jetzt mit dem... Oh Mann. Der arme Philipp. Konnte ihn nicht retten. Okay, das beeindruckt mich jetzt schon. Damit hätte ich nicht gerechnet. How'd it go? Where's Philip? Philip's gone. Something happened before I could get him out. Poor Philip. He never did like fridge duty. But if you're here, then who's watching the fridge? The fridge is fine now. I took care of it. You don't just take care of altered items. What did you do? I touched it and wound up in the astral plane. This thing was in there. It was huge, had one big eye. Wasn't friendly. We've been getting reports from the astronauts lately about something fitting that description. The astral plane is usually connected to our world through objects of power, not altered items. If this thing is linking itself to altered items, then it's clearly powerful. This may happen again. Do you think that thing is what got Philip? Must have been. The Panopticon is a dangerous place. The agents all know the risks. But, since you're some sort of altered item whisperer, I've got a list of others for you to corral. The hiss are causing containment breaches left, right, and center. Here, start with these. I'll see if there are any other missing while you're gone. My life just got a whole lot easier. Okay. I'll see you later, Link. I'll be here, like always. So, ja, egal. Mission. Nee. Längstens Ausreißer. Längsten bitte, okay. Scheiße, die sind ja sonst wo überall. Ah nee, Krankenflügel. Der Handstuhl. Handstuhl? Was ist ein Handstuhl? Ampel ist im Panoptikon, ja.
Aber der Krankenflügel war doch hier, ja. Was zur Hölle ist dein Handstuhl? Mein Clearance Level 6 habe ich eh nicht, aber... Was hier? Abstuhl? Fungusautopsie. Der Tote war ein Jahre alter ohne wesentliche medizinische Vorgeschichte. Das Objekt wurde nach Entdecken im aktiven Grenzbereich eingeliefert und befand sich in einem früheren Zustand der Verwesung, die ihrem Aussehen nach charakteristisch fungusbasiert ist. Bei der Autopsie zeigte sich die Pleurahöhle komplett mit Fungus gefüllt. Das Ausmaß war so groß, dass das medizinische Personal Schutzanzüge anziehen musste. Der Eingriff wurde zusätzlich behindert durch die hohe Körpertemperatur des Verstorbenen und die sich wellenden Oberkörpermuskeln, die wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar, durch eingeschlossene Gase verursacht wurden. Routineproben und auch die von Dr. Hill angeforderten Gewebeproben wurden erfolgreich entnommen, allerdings muss ihr schnelles Zersetzen außerhalb des Wirtskörpers festgehalten werden. Todesursache, Fungusaufnahme, vollständiger Bericht in Akte 594-2716. Also was ist jetzt hier los, Leute? Ach, das ist der Handstuhl. Das ist eine Hand. Die wie ein Stuhl aussieht. Also, Stuhl, der wie eine Hand aussieht. I see. Wächst aber auch immer wieder nach, ne? Jetzt kann ich weiter. Alter, war das weird. Hier im Panoptikon ist noch eine Ampel. Japanischer Papierlabyrinth, da wo links war?
Da, wo Dylan eigentlich sein sollte. Ich kann nicht zufällig da irgendwo rüber schweben, ne? Fähigkeiten. So. Erleben. Oder? Oh, nee. Hier schleudern. Max. Bam. Keine Trophäe dafür. Schade. Griff aufwerten. Nochmal. Das wäre schon ganz cool. Bräuchte aber mehr. Der Gedanke der Quelle. Ich kann ja sowieso mal ein bisschen was zerlegen. Ich zerlege jetzt alles unter Stufe 4. Ja, okay, das ist Schmetterer, kann auch weg. Geben sogar 500, die Dicken. Wie viele Schmetterer-Mods ich bekomme? Das Spiel will einfach, dass ich das Ding mal verwende, ne? Ja. So, die Frage ist jetzt, wo ist die Ampel? Isolierte Verwahrung von Opticon. Es ist ja dann oben, oder? Isolierte Verwahrung. Mir ist hier keine Ampel aufgefallen. Es dreht ja jetzt auch gerade hier nichts frei. Das ist eine isolierte Verwahrung, die... ist nicht da, wo Dylan war. Was ist hier? Fortified Units? Gedrehter Durchgang, das ist es auf jeden Fall nicht. Es geht ja scheinbar noch ein hoch, ne? Floor 6. Aber es sieht nicht so... Oh, komme ich da ran? Ne, nicht ganz. Komme ich von hier da ran?
noch nicht ganz. Die 6-Zeller, nee, das will ich ja nicht. Da will ich ja gar nicht hin. Oder? Nee. Das ist hier falsch. Hier so falsch. Ja, 6 haben wir noch nicht. Oder heißt es, es befindet sich in isolierter Verwahrung im Panoptikon. Das heißt also, es ist tatsächlich eins dieser Objekte hinter Glasscheibe. So. Was soll ich jetzt die Ampel? Ein Ballon. Ja. Erst dachte ein Helm. Ist ein Ballon. Get well. Also werd schnell gesund. Was man so Leuten bringt, wenn sie im Krankenhaus sind. Also Leute in Filmen tun das. Echte Menschen haben das meines Wissens auch noch nie getan. Der soll mir nicht auf den Brenner gehen, der Pisser. Aber andere Probleme. Eine Ampel. Welche Etage bin ich denn? 4. Doch AI Containment. Was ist auf Etage 3? Da steht nichts. Ach komm, nicht du schon wieder. Alter, treff dich nicht. Ist er wieder runtergefallen. Jetzt eigentlich auf Etage 3 oder 2? Oder 3. Hier vielleicht die Ampel. Das ein Surfbrett. Kann noch nicht sein. Wo soll ein... Da komme ich nicht rüber. Da komme ich auch nicht rüber. Ach well. Auch egal. Yeah.
Hör doch auf. Hast du noch irgendwas zu sagen? Haha, der Kühlschrank ist schon fertig. Ja, dann Sachen finde ich nicht. Alles klar, hau rein. Gut, dann soll es das, denke ich, auch für heute gewesen sein. Ja, wir sind kurz vor 30 Minuten. Dann, wie immer, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne ein Like da lassen oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Kritik dann gerne in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder mit mehr Control. Bis moin, ciao, ciao.